Ich sage Ihnen, was ich unter Digitalisierung verstehe. Es ist nämlich gar nicht so sehr eine technologische Antwort, sondern es ist etwas, was mit unserem Verhalten zu tun hat. Digitalisierung, meine Damen und Herren, bedeutet in erster Linie Veränderung. Und die gute Nachricht ist, dass das kein neues Thema ist. Die schlechte Nachricht ist, dass wir dieser Veränderung nicht uns entziehen können, sondern wir müssen uns aktiv damit befassen. Aber das war schon immer so. Und ich habe Ihnen mal zum Einstieg folgendes Bild mitgebracht. Sie sehen hier ein Foto aus den 50er Jahren. Und Sie können mal kurz versuchen zu erraten, um was es hier geht. Offensichtlich hat es viel mit Chaos zu tun und das ist auch richtig. Und es ist kein Bild aus irgendeiner amerikanischen Großstadt, sondern das ist ein Foto aus Stockholm. Und zwar an dem Tag, als von Linksverkehr auf Rechtsverkehr umgestellt wurde. Und was Sie sehen, Chaos, Veränderung. Man wusste nicht, wie man darauf reagieren musste. Man war nicht überrascht, weil es wurde breit angekündigt und trotzdem kam man nicht damit zurecht. Und das ist eben etwas, wo wir auch mit der Digitalisierung durchaus zu kämpfen haben. Wir wissen seit Jahren und spüren seit Jahren, was damit verbunden ist. Aber leider haben wir uns immer noch nicht darauf eingeschossen und sind vielleicht ein bisschen genauso verwirrt wie damals hier die Kollegen aus Stockholm. Wobei, die haben es am Ende ja auch geschafft, wenn man heute hinschaut. Also werden wir das auch sicherlich schaffen. Und die Veränderung ist spürbar, sie ist sichtbar. Und ich habe Ihnen hier noch ein Foto mitgebracht. Sie sehen oben den Petersplatz 2005 bei der Ernennung von Papst Benedikt. Und Sie sehen noch kein einziges Handy, was in der Höhe gestreckt wurde. Und 2013 bei der Ernennung von Papst Franziskus, alle haben das Handy oder ihre iPads nach oben gereckt, um diesen Moment festzuhalten. Das ist sichtbare Veränderungen, insbesondere im Zuge auf die Digitalisierung, weil die Endgeräte in unseren Alltag eingezogen sind. Und ich weiß, dass der eine oder andere von Ihnen jetzt sagt, ja, ja, das sehe ich ja auch und ist das überhaupt gut, was ich da unten sehe? Und damit kommen wir natürlich auch zu einer durchaus differenzierten Betrachtung dieser Thematik. Und vielleicht kennen Sie die Generation Kopf runter. Das sind die Jugendlichen, die im Prinzip miteinander kommunizieren, indem sie auf ihr Mobilfunkgerät schauen. Und jeder, der Kinder hat, ich habe ja auch welche, der wird dieses Bild kennen. Nur, meine Damen und Herren, wenn Sie meinen, das ist eine Veränderung, die wir heute beobachten und die wir kritisieren müssen, dann zeige ich Ihnen dieses Bild aus den 20er Jahren, denn wir hatten diese Generation schon, nur hat man damals nicht auf ein Mobilfunkgerät geschaut, sondern auf eine Zeitung und auch nicht miteinander kommuniziert. Auch da hatten wir schon das Thema Kopf runter. Sie sehen also, Digitalisierung an sich ist nichts Neues, wenn man es mit Veränderung übersetzt, und doch hat sich eine ganze Menge getan, weil diese Veränderung ist unglaublich schnell auf uns zugekommen und wir müssen eben auch unglaublich schnell darauf reagieren, inwieweit dieses Thema uns in Wirtschaft und Gesellschaft doch tangiert.